Hallo. Theo hat Pia gerade gefragt, ob sie eine Stadt namens Erpnil kennt. Pia überlegt kurz, doch von dieser Stadt hat sie noch nie etwas gehört. Theo löst seine Frage also auf. Berlin. Was hat Theo gemacht? Er hat einfach die Buchstaben des Wortes Berlin zu einem neuen Wort vertauscht. Solche, durch ihre Buchstaben verdrehten Wörter, nennt man Schüttelwörter. In der Fachsprache werden sie auch Anagramme genannt. Merke dir, als Anagramm bezeichnet man ein Wort, das aus einem anderen Wort durch Umstellen der einzelnen Buchstaben gebildet wird. Dieses Rätsel hat Pia so sehr begeistert, dass sie sofort versuchen will, ein solches Anagramm aus ihrem und Theos Vornamen zu bilden. Das Anagramm. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com